Hallo und herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. Ja, Spielstand gespeichert. Ich habe gerade angefangen, wieso wurde der jetzt gespeichert? Naja, gut, ich habe eine kleinere Pause jetzt gemacht, Entschuldigung, deswegen. Meine Meisterabschlussprüfung, die theoretische, hat jetzt angefangen. Und heute haben wir, oder habe ich jetzt endlich, warte, ich mach mal. Bisschen so. Habe ich jetzt endlich BWL und den ganzen Schmodder hinter mir? Und, ja. Willkommen im Emporium. Willkommen, genau. Geckos. Dann sehe ich mal gleich nach oben. Ich habe hier zwei. Wieso habe ich. Warte, irgendwas wollte ich mit dem machen, ne? Ich weiß es nicht mehr. Natürlich weiß ich es nicht mehr. Genau. Und ja, mit BWL und WISO, also Wirtschaft und Sozialkunde, habe ich jetzt ein bisschen einen kleinen Puffer und kann heute mal wieder eine kleine, klitzekleine Folge aufnehmen. Und ich habe mich schon so gefreut, weil wir wollten hier ein bisschen ausbauen, soweit ich mich erinnern kann. Und vor allen Dingen auf Piratenjagd gehen. Unsere Schiffe sind überall. Ja, da und meine auch. Gut, ich sollte hier Baumwolle, ne? Genau, super. Genau, da hole ich mir schon Baumwolle. Kann der sich wehren? Ein Schiff erster Klasse. Die Fregatte kann sich doch definitiv wehren und. Die beiden können den mal abfangen, oder? Was meint ihr? Das ist nur ein kleiner. Ach, wobei, die segeln mal weiter. Neue Ziele. Genau. Weil hier kommt es bald zum aufmüpfigen Angriff, oder? Weil sind die stark genug und lassen davon ab. Die Waffenruhe wurde beendet. Fortune und Prinzessin Jing. Ja, gegen Wind ist halt. Sind die halt sowas von langsam. Die können sich mal auch hier hinstellen. Gut, was mache ich denn hier gerade? Hier produziere ich genau Fleisch und Mais. Neue Ziele? Zum Glück sind sie gute Schwimmer. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Können die echt weit? In die Takelage! Warte mal, warte. Ah! Der hat ja mein Boot ja kaputt gemacht, ne? Stimmt. So. Was hast du denn bekommen? Ah, Schaden pro Schuss plus 10%. Ist natürlich richtig geil. Schaden an Gebäude, Schaden durch Schiffe. Alter, das ist ja ein Viech. Und hier sind mir gerade wirklich viel zu viele Piraten, aber. In die Takelage! Die beiden werden die schon aufhalten. Sind unterwegs! Achtung! Admiral anwesend! Der Beschuss. In die Takelage. Ja, mit Absicht. Vorsetzen. Hilft er mir? Ja.
tut mir schon ein bisschen leid hier jetzt. Spielstand gespeichert. Aber Mai, selber schuld. Der hat zwei große Handels. Eine kleine Atempause, um über alles in Ruhe nachzudenken. Forderung? Bezahlung? Nee. Nach welchen Regeln spielen wir hier? Nein! Nach denen, die dir gefallen könnten. Ah. In die Takelage! So. Okay. Flotte erwartet Befehle. So, das war doch mal cool. So, was wird hier gemacht? Genau, Baumwollstoff. Und mehr rum als ich brauchen kann. Warte mal. Dann mache ich mal verkaufen. Das da kann ich auch verkaufen. Ja, mei. Wieso habe ich hier so viel Fleisch? Warte mal, das da kann ich auch verkaufen. Fleisch kann ich auch verkaufen. Ei. Was hast du bekommen? Dunitgranaten, Schaden an Segelschiffen. Wird nach Gebrauch zerstört. Hä? Ei. Okay. Gut, dann tunkert mal hier weiter. In der alten Welt. Rosige Wangen und Heiterkeit. Und Heiterkeit, ja, sehr schön. Gut, wo ist der Baumwollstoff? Ist noch nicht angekommen. Uiuiui. Achso, okay, ich dachte, der... Wir helfen, wo wir können. Der eine hat jetzt schon angefangen mit Dampfdingern. Das könnte sehr gut sein. In diesem Traum besitzen wir alle nur Varieté. Varieté. Gut. Wie sieht's eigentlich hier aus? Hier sieht's eigentlich ziemlich eher Brot ist. Ja. Wir haben 300 Kanonen. Junge. Können wir mal ein bisschen Geld damit machen? Glas können wir auch ein bisschen verkaufen. Aber nur ein bisschen, weil das brauchen wir ja später. Also für die... für die Aufmüpfung Update. Oh ja, natürlich. Jetzt habt ihr wieder Ochsen, ne? Oh, ein Schwan. Willst du etwas kaufen? Oder ja, ich will einen Schwan kaufen. Ich will einen kleinen Schwan kaufen. Ich habe einen Schwan gekauft. So, was bietest du? Lüfter. Okay, Dampfschiff. Die Feierlichkeiten sind beendet. Oh nein. Was suchst du hier bei den Ausgestoßenen? Gott richtet jene, die etwas zu verbergen haben. Ja. Die Attraktivität ihrer Stadt. Dann bist du ja voll am Arsch. So, wie sieht's denn hier aus? Ich schreibe gerade eine Postkarte. Ich brauche nur noch jemanden, der sie zustellt. Ja, natürlich. Geh zur Post. Unorte. Ja, genau. Aber Natur ist immer noch ganz gut dabei. Oder? Arbeitsbedingungen. Ach komm, das ist doch in Ordnung jetzt hier. Bin ich etwa zu eifrig? Oh nein, du bist viel zu eifrig. Ja, wir haben halt zu viel hier, ne? So. Wann kommt mein Schiffli?
Neue Befehle. Da kommt meine Schiffli. Da könnte ich eigentlich noch eine zweite dazu holen. Spielstand gespeichert. Da könnte ich noch einen zweiten dazu machen. Warte mal. Hi. Was seid ihr immer noch hier? Warte. Nee, warte. Auf die alte Dame ist Verlass. Ah, das ist ein... Ach, das ist halt mein Flaggschiff. Bewegungsgeschwindigkeit plus 5%. Kampfkraft 5, okay. Dich mache ich mal... kann ich? Warte mal. Das war die, ja. Annehmen. Annehmen. Und dann. Warte, neue Welt. Die alte Welt hierhin. Und raus tun. Annehmen. Genau. Aber wie kann ich. Aha. Ja, sehr schön. Das kann ich ja dann auch machen. Beziehungsweise nochmal dazu machen. Gut. Entschuldigung, du musst warten. Schona steht bereit. Und du musst dann auch warten. Gut. So, der Schwan. Wo kommt der Schwan hin? Warte mal. Ach. Das ist nicht einfach nur Aberglaube. Ja. Bereit für eine echte Schatzsuche. Was? Nein. Was als ein planmäßiger Aufenthalt in einer Taverne begann, entwickelte ungeahntes Potenzial. Eine Älteste lädt die Mannschaft ein, sie oft in der Suche nach einem verborgenen Schatz des Korsaren Hassan bin Sahid zu begleiten. Nach dem ersten Sturm weiß man, ob man zum Seemann taugt. Ja. Sie sagt, sie möchte den Schatz nur finden und ihn dann gerne hergeben. Folgen glauben. Ja, komm. Das war eine verschaffte Erleichterung. Die Junge durch die Stadt zu ihren Versteckfällen. In ihrer Hütte sind Wände und Bonn. Reisemann war Wetterlage bedeckt. Das einzige Möbelstück ist ein Tisch, auf dem ein schwer abgedeckter Kater liegt. Der Plan sieht alt aus und seine Angaben sind verschlüsselt. Die Frau erklärt, dass sie bereits eine Verbindung zu dieser Stadt hergestellt hat. Warte, Hinweise auf der Karte entschlüsseln oder die Karte an nähere Umgebung ausrichten. Belohnungen. Das war's wert, wochenlang nur Zwieback zu fressen. Volkserl. Eine Schatzkiste und Volkserzählung. Okay. Entschuldigung. Die Seeleute verfügen. Okay. Entschuldigung. Achso. Oh. Wieso? Das kann ich doch dahin. Geschick 20, Heilkunft 15, Jagdglück und Navigation. Ja, Volkserzählung, komm. Das ist jetzt nicht wichtig. So. Volkserzählung. So. Genau, die verkaufen wir schon, die da können wir auch verkaufen, aber nicht zu so viel, ne? So. Gut, du lädst mal den Schwan aus.
Sehr schön. Spielstand gespeichert. Gut, dann wo kommt der Schwan hin? Hier sind Papageien, oder? Ah, Verlierer, was auch immer das sein soll. Ein Schwan. Ah, das ist schön. Gut, dann geht's hier mal glatt weiter. Warte. Wie geht's da denn weiter? So, oder? Nee, das sieht. Was habe ich denn hier gemacht? Ah, genau. Entschuldigung, dann kommst du mal wieder weg. Dann kommst. Warte, du kommst dann auch weg. Und hier kommt dann das dahin. Hier kommt das dahin. Hier kommt das dahin. Dann mache ich hier einfach weiter. So. Und mal. So. Sehr schön, sehr schön. Geh mal da weg hier. So, schöne Schwäne. Wobei, das hätte da auch ganz gut gepasst. Vielleicht setzen wir den dann mal oben. Ein Feuer ist ausgebrochen. Ah, wo denn? Da habe ich doch sicher, ja, habe ich. Sehr gut. Was machen die denn? Schon wieder Feuer brandeln. Ach, genau, Pellkartoffeln. Man muss immer bereit dazu sein, die Segel zu setzen. Ganz wenn genau. Papagei. Ich kann mir einen Papagei kaufen. Hallo. Sehr schön. Wie viel Tuch haben wir denn jetzt? 68. Das ist noch nicht viel. Ich schau mal kurz in der neuen Welt. Wasser vermag ein Schiff zu nutzen. Die machen gerade genau 63. Stillgestanden, Herr Admiral. Ah, Stein. Habe ich hier ja gar nicht. Habe ich hier unten Stein? 13 ist auch nicht wirklich viel. Ah, da kommt ja wieder Besuch. Flotte erwartet Befehle. Hallo, Darlin. Ja, was macht ihr denn hier? Hier ist Sperrzone für euch. Ja? Yeah? Schön weggehen, ne? Schön weggehen. Tschüss. Genau, richtig so. Wurden gelöscht. Warte, ich bleib einfach hier, ganz ehrlich, weil da unten ist gerade echt nichts los. Ja, passt. Ah, Diplomatie können wir mal machen. Die mag uns nur noch 98. Warum nicht 100? Ich wollte sie noch um etwas bitten. Könnte ich mich doch nur daran erinnern. Ja, gut. Da schmeichle ich mich rein. Rezitiert? So, was ist denn dir? Jeder muss für sein täglich Brot. Kämpfen Sie notfalls dafür. Okay. Was will er? Wahrscheinlich in der alten Welt. Alle stehen bereit. Geleitschutz. Okay. Ah, sträubende Schrecken. Oh, die Besucher. Ein unerwünschter Gast sucht das Schiff heim. Ja, bla bla bla. Flüchtige Umrisse. Ja, was ist denn? Hä? Pelzmantel, Knappheit, Seeschlacht, fasziniert das Volk? Hä? Die große Seeschlacht ist ein wenig überraschend. Das Hauptthema.
Ja, mal hier das tauschen. Ich fürchte, ich denke, die Leute werden es schlucken. Ja, bleiben Sie wach. Diese Fakten sind eine echte Alternative. Natürlich. Es trägt Ihre Handschrift. Ja. Ich fühle das Chi, die Last der Scham. Gut, jetzt nochmal. Verdammt nochmal! Ja, ist ja gut. Gut. Das Puzzle setzt sich zu. Auf den Schiffer ein nächtlicher Unhold erschluckte der kühnste unter den alten Seemänner, während er die Trümmer über Bord wirft. Als die Nacht erneut heraufzieht, wird ihnen klar, dass etwas unternommen werden muss. Eine Teufelsaustreibung, einen Schuldigen suchen, ignorieren. Also Schuldigen suchen haben wir 30%, also. Ihre Jäger nehmen die Fährte auf. Scharf riechender Kot umgibt eine Stelle in der Mitte einer... Ich hatte heute Prüfung, das darf ich. Gut. In deren Mitte sich eine Kiste mit einem Loch befindet. Ein Seemann steckt mutig seine Hand hinein. Ein kurzer Kampf, ein Jaulen, wie in den Nächten zuvor, und dann wird der Störfried herausgezerrt. Es ist ein gewöhnlicher Fuchs. Das schlaue Tier wird für den Rest der Expedition zum Maskottchen der... Oh Gott, okay. Ah, okay. Wer die tun dem was? Okay, warte. Wir haben jetzt 63, genau, so. Dann können wir ja die Schneiderei jetzt auftun. Und die Bevölkerung darf... Ich weiß nicht, über was ich mich... Das noch welch nicht. Ein Luxus! Genau. Genau, also Pelze haben wir ja mehr als genug. Ich nicht? Ja, 200 Tonnen und 70 Tonnen. Ja, das passt. Gut. Dann können wir endlich auch mal hier das ausbauen. Genau, da brauchen wir noch 200. Aber wir können jetzt mal wirklich die Handwerker da... Warte mal. Die Ingenieure sind, glaube ich, eingewandert. Irgendwie so war das. Weil Ingenieure habe ich ja noch nicht. Ich habe ja nur Handwerker. Neue Befehle, Admiral. Genau, ich will... ich will Papagei und Bär. Warte mal. Was habe ich denn hier? Also, ich habe ja, Bären haben wir schon. Genau, Papagei haben wir noch nicht. Gut. Neue Ziele. Ja, kauf mal. Oh. Ein Versuch war's wert. Wieso hat die jetzt? Alter, 125. Ey. Mumie. Ja toll, jetzt hat die schon wieder nichts. Wir haben einen Auftrag übrigens. Warte, wo... Ah, hier. Da unten. Junge, Junge, Junge. Auf die alte Dame ist Verlass. Ja. Und ich muss... nochmal... Hier. Zwei bauen. Das kostet, glaube ich, auch Einfluss. Genau, hier. Warte mal, wie viel Einfluss kostet das? 8. Ja, das ist easy. Okay. Easy peasy. Das da innerhalb von einer halben Stunde müssen wir dahin. Und das dauert
10 Minuten passt. Spielstand gespeichert. Ja, das ist doch alles easy. Super. Wie schnell produziert wird der, wo sind die? Da oben. Wie schnell produziert der denn? 30 Sekunden. Alter, der ist ja mega schnell. 75. Ja, mei, läuft bei denen. Hier. Trag mal Pelz hier. Warte, er vielleicht. Einsatzbereit. Vielleicht sollte ich hier noch eine zweite Anlegestelle bauen. Reparatur, Besuch, Anlegestelle. Ja, aber das ist nicht so schön. Schön ist was anderes, ne? Naja. Naja. Aber es ist, die sollen ja auch hier zum Zoo gehen. Gut. Wo ist denn jetzt mein Schiffli? Ach, das habe ich jetzt hier runtergeschickt. Und dann schicke ich es mal wieder hier hoch. Admiral! Ja, was ist denn jetzt wieder los? Rauchbeute wollen eine. Getränk anbieten. Ja, das hat letztes Mal nicht so gut gepasst. Dann kämpfen wir. Hat sich selbst überschätzt. Schon wieder. Das ist doch sowas von nervig. Also entweder... Also da waren quasi alle Möglichkeiten waren da falsch. Wow. Hat sich selbst überschätzt? Deine Mutter hat sich selbst überschätzt. warte. Was... Achso, okay, das ist alles in Ordnung. Neue Ziele. Gut, wir sind schon wieder fertig. Ich wollte eigentlich heute nur 20 Minuten machen, weil ich noch weiter produzieren muss und ich kann nicht so lange machen, weil, ja, Meister, ne? Muss ja auch noch weiter gelernt werden. Gut, auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, nächstes Mal werden wir wahrscheinlich hier hoch tunen. Glaube ich mal. Gut, auf jeden Fall, ja, bis dahin, macht's gut. Bye, bye.